Alright, okay. Oh! Habt ihr es gesehen? Ibrahimovic hat einen Ibrahimovic gemacht. Hey Leute, Badrion, willkommen zu einer weiteren Folge von der FIFA 16 Demo. Ich mach mal den Draft-Modus. Eigentlich müsste ich mit den Frauen nochmal spielen, weil das wahrscheinlich klicktechnisch viel besser ankommen würde. Aber da habe ich gerade null Bock drauf und deswegen spiele ich lieber mit... Hier, das Team ist ganz schön sick. Jetzt mal ganz ehrlich. Ey komm, ich habe jetzt so scheiße, ich nehme mit schwachen Gegner. Sorry, ich habe so scheiße gespielt jetzt die letzten Male. Was ich übrigens auch machen wollte, weil ich habe mal geguckt, so ey, du kannst das bestimmt einstellen. Du habt ihr auch geschrieben, ey, ich stelle das doch ein, wenn ich der Schwert mit LT. Okay, habe ich geguckt. LT, womit man vorher einen Vollspannpass gemacht hat und alles mit einem Vollspannschuss auch. Also es war im Grunde die Taste, wo man Vollspannschuss, Vollspannpass und so weiter machen kann. Heißt einfach Temposteuerung. Und RB, mit dem man jetzt die Vollspannpässe macht. Und das ist jetzt einfach angeschnittener Schussmodifikator. Meine Frage, inwieweit ist das hier ein angeschnittener Schuss? Ha, oh, 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 oh. Ho, ho, ho! Holy shit! Übrigens ein cooler Jubel, wenn ihr zum Kameramann rennt da vorne und... Hallo? Hallo? Hä? Also normalerweise macht ihr dann Jubel mit dem Kameramann, aber jetzt hat es irgendwie nicht geklappt. Ich zeig's gleich nochmal. Nee, weil ich verstehe es auch nicht so. Wenn ich das umändere, dann ist alles auch für andere verändert. Deswegen muss ich mich da jetzt einfach dran gewöhnen. Das war scheiße, aber wenn ich das jetzt irgendwie hinkriege, dann wäre es okay. Dann endet es dies bei FIFA 17 wieder, dann das Schießen auf einmal A. Und dann ist wieder alles total durcheinander, aber... egal, never mind. Okay, okay, Temposteuerung! 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 Was hat das mit dem Tempo? Das ist einfach ein... Und Vollspannschüsse gehen nicht mehr. Wenn ich LT drücke, macht der so einen ganz komischen Flachschuss irgendwie. I don't know, aber prinzipiell jetzt, wo man ein bisschen mehr drin ist, macht es schon mehr Spaß generell, aber... Es könnte trotzdem noch mehr Spaß machen, wenn es richtig funktionieren würde. Angeschnittener Pass! Das ist einfach... Okay, komm. Oh. Oh! Oh! Hätte es geklappt, wäre es super nice gewesen. Pass mal auf, das Handschuss. Seht ihr, dem fehlt einfach irgendwie die Power. Für uns, okay. Den machen wir direkt. Und go! Oh. Freistöße werden richtig gut in diesem Spiel. Sweat. Okay, aber Moment, jetzt zeige ich dir das. Das ist ja vorne Kameramann. Ich renne jetzt darauf zu, ich werde es zeigen. Weil es klappt ja eigentlich. Nein! Ich hab's nicht gedrückt. Auf jeden Fall rennt er dann hin und macht, interagiert mit der Kamera. Fuck, ich mach noch ein Tor. Ich will das zeigen, weil es wirklich geht und ich find's auch wirklich cool. Das ist ein neuer cooler. Ich werde dann mit Regen auch die Gegner total auf, wenn man es macht. Hab's mit der Grätsche schon ausprobiert. Ich bin, glaube ich, der Erste, der es je gesagt hat, dass es funktioniert, wenn man zweimal Grätsche. Dass wenn man zweimal X nacheinander drückt, dass der nach einer Grätsche direkt aufsteht. Achtung! Weil das stimmt, das habe ich in den Artikel gelesen. Das musste sein eigentlich. Der war offiziell von EA, also es ist wahrscheinlich ein Feature. Was ich auch cool finde, ist, dass, wenn ein Zweikampf ein bisschen härter ist, der Controller dann vibriert. Das ist so eine Kleinigkeit, aber ich finde, es gibt dem Ding ein bisschen mehr Gefühl für die Zweikämpfe. Ist jemand in der Mitte? Okay, ja, jetzt zeige ich das. Nein! Wieso? Bricht ihr das immer ab? Ich will es einfach nur zeigen, den Jubel. Alright, okay. Alright. Okay. Alright, okay. Oh! Habt ihr es gesehen? Ibrahimovic hat einen Ibrahimovic gemacht. Alter, hätte Ibrahimovic den gemacht. Oh mein Gott. Okay, geil, dass sowas überhaupt möglich ist. Keeper. Jetzt. Jetzt. Okay. Da unten ist ein Kameramann. Ich renne drauf zu. Ich renne drauf zu. Ich renne drauf zu. Ich renne drauf zu. Ja, das ist. Okay, ist ziemlich wack, der Jubel. Aber ich finde die Kamera cool. Der macht dann wieder so hier, dann tanzt er davor rum. Ich weiß nicht, wie viele Varianten es gibt. Aber der Jubel ist super. Der war jetzt ein bisschen lame. Aber da kommen verschiedene Varianten. Wirklich, probiert das mal aus. Ist wirklich cool. Okay, Spaß mal, wie ich mit einem übertrieben krassen Team gegen ein schwaches Team spiele. Da macht Spaß. So. Und ja, wie findet ihr FIFA 16? In 10 Tagen kommt, glaube ich, schon das richtige Spiel raus. Dann spiele ich jetzt die nächsten Tage noch FIFA 15 weiter. Verabschiede mich dann nochmal anständig. Und dann sage ich mir zum nächsten Mal, Leute, bis dahin und ciao.